herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich guck mal gerade, ob ich nochmal, also ich hole jetzt nochmal eine zweite Ladung Kühe beim Blaubeerhof. Und dann müsste der Metzger eigentlich proppevoll sein. Und das vom Neumann, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Nee, das geht mir ein bisschen zu weit. Ein bisschen viel zu weit. Ich werde mal vielleicht beim Blaubeer so ein bisschen nachhorchen, wie die zufrieden sind mit Neumann als Gemeinderat. Vielleicht kann ich den doch auch dafür gewinnen. Hallo, da bin ich wieder. Servus. Oh, kann ich mal die zweite Fuhre einladen? Jo. So, Volker. Super, vielen Dank dir. Gerne. Du, Ja. Ich habe das Gefühl, der Gemeinderat, der macht ein bisschen wenig. Wer macht ein wenig? Der Gemeinderat. Ja, da könnte ein bisschen mehr kommen momentan. Ja. Das stimmt. Ich finde, die ruhen sich aus und tun einfach nichts. Ja, ich höre immer nur was von neuen Gebäuden und hier und da und jenes. Aber was tun die mal für die Gemeinde, ne? Ja, ein Haufen Steuerverschwendung. Ja. Ich muss mal dem Diesel ein bisschen auf die Füße treten. Der ist ja auch noch im Gemeindewert. Ja, da sitzt du doch direkt an der Quelle, ne? Ja, eigentlich schon, oh, aber irgendwie. Der Gemeinschaft? Ja, darüber reden wir mal lieber nicht. Ja, mal in einer ruhigen Minute beim Bierchen. Das können wir mal machen, aber die Gemeinschaft, die ist eher ein bisschen einseitig, habe ich das Gefühl. Ja. Aber vom Stefan kommt auch nicht viel, oder? Mhm. Der ist so weit ab vom Schuss, weißt du? Ja, okay. Bis da Arbeit anfällt. Ich bin mal gespannt. Ich will morgen häckseln, das Elefantengras, was ich da auf dem Pachtfeld habe. Ah, cool. Ich habe jetzt einen Häcksler vom Krüger für morgen. Okay. Ja, warte mal kurz. So laut hier, das scheiß Dieselgeratter. Hab da einen Häcksler für einen Tag morgen. Ja, schön. Und da will der Müller und sein Mitarbeiter wollen da abfahren, bin ich mal gespannt. Ja, wäre doch schön, wenn das klappt, hä? Ja. Aber, naja, ich bin mal gespannt. Ja. Okay. Kann ich mir vorstellen. Ja, ansonsten, wenn du Hilfe brauchst, wenn ich Zeit habe, komme ich dir ja gerne helfen. Wenn du Zeit hast? Ja, wenn ich es irgendwie unterkriege. Wenn du mir früh genug Bescheid sagst, versuche ich es hinzukriegen. Nee, passt schon. Also ich schaffe ja gerade noch so weit schaffe ich noch alles. Okay. Aber naja. Muss halt alles organisiert werden, ne? Das ist richtig. Ja. Es regt mich halt ein bisschen auf, dass die Gemeinde nichts macht. Ist denn so, da läuft nichts an Unterstützung. Man wird hier nur ein bisschen ausgebeutet, habe ich das Gefühl. Ja. Und das neue LU?
Oder den Herrn Krüger mit seinen Lohnunternehmen? Den. Hast du da schon Erfahrung mit? Also bei mir hat er bis jetzt mal gekalkt. Preislich war es Aha. in Ordnung, glaube ich. Okay. Die Ja. Rechnung kommt noch. Aber ist ein ganz netter. Okay. Das auf jeden Fall. Der Na macht gut. auch Hofservice, also er kommt zum Hof und serviced alles durch. Ja, das ist auch gut. Ja, muss man nicht so weit, nicht alles hinkarren, weil dem habe ich gesagt, der soll mal zu mir an den Hof kommen und alles einmal durchchecken. Ist das Einfachste für uns. Ne? Man hat einmal das dann am Hof und er hat alles vor Ort. Ja, eben. Ja. Eine kleine Werkstatt habe ich ja auch am Hof, von dem her. Ja, die haben wir ja auch noch. Die werden wir auch stehen lassen und dann kann er ja hier hinkommen. Ja. Okay, gut, ich will dich aber nicht weiter aufhalten. Okay. Volker, gute Geschäfte noch. Jo, ebenso. Lass dir die Steaks schmecken, ne? Tja, mache ich dann. Ich lade dich dann ein. Gerne. Gut, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Also so abgeneigt war der ja auch nicht, ne? Und der hat auch das Gefühl, dass da ein bisschen wenig läuft. Ja. Da steht eine Papier-Kartonpalette, ne? Ja, ist richtig, ja. Oh, ich dachte, die wären ein bisschen einsam. Nee, noch nicht. Okay, ciao. Alles klar. Also so abgeneigt war der ja auch nicht jetzt so von wegen. Ich bin ja am Überlegen, wie man das machen. Ob ich mich wieder aufstellen lasse dann als Kandidaten? Oder ob ich da einen anderen Plan aushecken soll? Ja, bitte. Ja, Volker Varuna, ja, hallo. Tag, Herr Baruna. Den Service machen Sie dann morgen, oder? Ja, hat man ja gesagt. Okay, gut. Wollte ich nochmal nachfragen. Sie müssten eine Rechnung von mir bekommen haben für das Kalken. Ich habe sogar ein bisschen billiger gewonnen als geplant. Billiger. Ja. Da habe ich nie was dagegen. Können Sie mir gerade einen Rechnungsbetrag sagen? Ich habe kein WLAN. Der Rechnungsbetrag ist 2.399,40 €. Also 2,4. Überweise ich Ihnen gleich. Gut, danke. Ich wollte aber noch wegen was anderem anrufen. Ja. Und zwar wollte ich einfach mal Ihre Meinung vom Gemeinderat wissen. Ich mache eine unabhängige Umfrage. Wer ist denn momentan im Gemeinderat? Okay, das heißt ja schon viel, ne? Die Der Neumann und Informationspolitik. der Diesel, oder? Nochmal? Der Neumann und der Herr Diesel, Ja, oder? genau. Ja, was soll ich sagen? Ich kann mich bisher nicht beklagen. Aber freuen tun sie sich auch nicht, hört sich so an. Ich habe wenig mit denen zu tun, zum guten Glück. Ja, okay. Ich habe gesehen, ich muss Ihnen die Rechnung leider nochmal schicken. Warum? Da ist ein kleiner Fehler, das Datum ist falsch. Okay. Ja, kein Problem. Schicken Sie einfach. Das E-Mail-Programm öffne ich immer erst später. Okay. Sie waren, glaube ich, aber noch nicht da, als ich Gemeinderat war, ne? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich bin auch ein bisschen unzufrieden, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Warum, wenn ich fragen darf?
es passiert einfach nichts, ne? Gemeinderat sollte ja für die Gemeinde da sein, ne? Ja, eigentlich schon. Aber das Gefühl habe ich nicht. Deshalb bin ich am Überlegen, was man da tun kann. Damit es wieder ein bisschen mehr zum Gemeinderat wird. Hm. 2400 wollten sie, ne? Genau. Und ich weiß ja nicht, ob sie da auch irgendwie mitwirken wollen. Ja, klar, kann ich das machen. 2400 für Kalken, Kalk 109. Kalken. Wissen Sie, ich muss mir alles aufschreiben, ich bin inzwischen alt. Ja, ich muss mir auch alles aufschreiben, nur bei meinem Zettelgewusch bin ich ganz durcheinander gerade momentan. Das kenne ich. Muss ja erst gerade ein bisschen Ordnung machen. Ja, und das schiebt man immer so lang hin und her, ne? Im Papierkram. Ja. Das kenne ich zu gut. Oh, aber Mama. Sie haben keine Erfahrung, meine, Sie sind ja schon ein bisschen älter als Gemeinderat oder so. Ehrlich gesagt habe ich da relativ wenig Zeit momentan. Okay. Für diesen Posten. Sonst würde ich es gerne machen. Okay. Ich dachte einfach, weil Sie einfach, denke ich mal, viel Erfahrung haben. Aber was mich interessieren will, gibt es ja überhaupt noch eine Feuerwehr hier in der Gemeinde. Ein was? Eine Feuerwehr. Es gibt eine hier beim Edeka, aber ich glaube, die ist nicht besetzt. Also da fehlt auch Personal. Und Fahrzeuge, glaube ich, auch, oder? Ja, Fahrzeuge auch. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und es passiert ja auch zum Glück selten, dass hier irgendwo brennt. Oder ja, aber da bei Unfällen gerade. Ja, da. Ja, wie gesagt, das ist halt alles so ein bisschen das Problem der vom Gemeinderat. Die kümmern sich da nicht richtig. Da bin ich da ziemlich unzufrieden. Bin am Überlegen, was man da tun kann. Das war das Vorzeug von Herrn. Am besten Neuwahlen. Wenn stehen die Neuwahlen denn an? Ja, die könnten wir auch vorziehen, wenn sich genügend Leute finden, die den Gemeinderat verändern wollen. Ja, dann können das sich da einige finden werden. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn da? Die Hälfte, oder? Ja, ich glaube. Ja, mindestens, also mehr als die Hälfte sonst. Na, eine Stimme mehr als die Hälfte, also mindestens 51 Cent. Ja. Okay. Gut. Ja. Gucken wir mal. Gut, ich will sie aber nicht länger aufhalten. Ja, kein Thema. Bis die Tage erstmal. Bis die Tage, wieder schauen. Tschüss. So, ja, okay. So, fahr ich mal gerade drüben beim Herrn Diesel vorbei. Servus. Servus. Und? Wie läuft's? Ja, ganz gut soweit, ne? Freut mich. Was macht der Weizen?
Weizen? Ah, Soja, Soja, sorry, Soja. Ah, der ist ganz gut. Ganz dicke Bohnen. Hm, sieht gut aus. Was macht denn ihr gerade so vom Gemeinderat her? Wir? Ja. Ah, warte, lass mich gleich weiterreden. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.